das schon mal gemacht? Ich noch nicht. Pferde sind wie Menschen. Es gibt welche, die gehen gar nicht ins Wasser und es gibt welche, die flippen vollkommen aus. Heute kommt Lea bei mir vorbei. Ein besonderes Abenteuer ist geplant. Ich freue mich schon mega auf den Tag. Ich freue mich sehr drauf. Das wird so cool. Moin Leute, ich freue mich mega auf den Tag heute, denn wir haben heute was richtig Spannendes vor, zusammen mit Lea. Ja, wir gehen heute im See schwimmen, das wird sehr, sehr cool. Warst du eigentlich schon mit Alfie schwimmen? Also wir waren mal zusammen schwimmen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schwimmen war ich noch nicht, ich war ja schon an der Nordsee im Watt und dann so im Priel, aber es war halt nur so bis zum Bauch. Er ist nicht richtig geschwommen, deswegen bin ich auch gespannt, ob er es macht. So, ne? Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen was vorbereiten, damit das alles so klappt. Also lass uns mal loslegen. Okay, let's go. Ich bin gespannt, wie es Alfie und Willi gefällt. Mal sehen, ob sie sich überhaupt ins Wasser trauen. Jetzt aber erstmal Sachen packen. So, also hier ist ja meine Sattelkammer leer. Ja. Und wir können jetzt einfach mal schauen, was wir brauchen. Also, das Halfter haben die Ponys ja schon auf für den Transport. Ja. Das ist ja am wichtigsten. Ich habe noch Transportgamaschen dabei. Ich nehme auf jeden Fall eine Fliegendecke mit. Dann nehme ich diese hier, eine ganz dünne, einfach nur zum Fliegenschutz. Ne? Ja. Ja, was brauchen wir denn ansonsten dann noch, wenn wir angekommen sind? Also zum Reiten habe ich jetzt ein Pad, aber im See würde ich es dann ganz abmachen, glaube ich. Die Trense halt eben. Okay. Ja, viel mehr habe ich gar nicht mit eigentlich. Der Badesee ist leider nicht direkt vor unserer Haustür. Deshalb müssen wir mit dem Ponys dorthin fahren. Und jetzt heißt es erstmal Hänger vorbereiten. Oh! Dann wird nichts! Oh. Macht es am besten nicht wie Lea, sondern fahrt rückwärts an die Rampe ran. Wenn man fährt auf der Straße, muss man auf jeden Fall ein Streu auf dem Hänger haben. Wenn die Pferde eben hier auf den Hänger machen, dass es nicht auf die Straße gelangt oder so und es ausläuft, das ist nämlich, ich sag mal so, nicht erlaubt. Da muss man auf jeden Fall immer ein Streu auf dem Hänger haben. Über die Fahrt hängen wir den Ponys immer noch so ein Heunetz hier vorne rein, damit die ein bisschen mümmeln können. Das ist kein Muss, aber ist ja ganz schön, wenn die auf der Fahrt beschäftigt sind. Man weiß ja auch nicht, wie so eine Hängerfahrt ist. Es ist ja schon schaukelig und dann haben sie wenigstens was zu essen und sind zufrieden. Als nächstes sind die Ponys dran. Die möchten auch noch vorbereitet werden. Dabei muss man einfach achten, dass man nicht zu stramm, nicht zu locker macht. Wenn die zu locker sind, runterrutschen, bringt es ja auch nichts mehr. Aber wenn sie zu stramm sind, ist natürlich auch nicht gut. Und dann genau, schützen die auf jeden Fall auf der Fahrt ganz gut. Also unsere Ponys haben jetzt ja gar kein Problem mit dem Verladen, oder? Wie ist es bei Welli? Welli geht super drauf, also ist echt kein Problem. Ich gebe natürlich so ein paar Tipps, wenn es nicht klappt. Man muss dann wirklich ruhig bleiben und mit Leckerchen vielleicht so ein bisschen locken. Ja, in Ruhe das wirklich versuchen, bis es klappt und natürlich viel loben. Genau. Also ich stehe hier natürlich als Begleitperson, damit der Welli jetzt nicht hier irgendwie neben die Rampe tritt oder so. Also wenn der Welli jetzt hier drauf ist, muss man schnell das hinten zumachen, weil sonst läuft er natürlich wieder rückwärts. Und wenn er dann vorne schon angebunden ist, dann hängt er sich ja vorne fest und das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja, Lea, du musst es jetzt leider alleine machen. Ich bin mit der Katze beschäftigt gewesen. Und wie kann ich dir denn helfen? So. So, jetzt ist der Alfie dran. Alfie ist total lieb beim Verladen und auch beim Transport. Mama sagt irgendwie immer, dass man den Alfie gar nicht merkt, dass man denkt, dass man seinen Pony vergessen hat, weil der einfach so ruhig steht und man merkt ihn einfach gar nicht. Alfie kennt das, er macht das total lieb und er kriegt natürlich auch ein Leckerchen von mir, dass er das immer so brav macht. So, Alfie wird hier jetzt natürlich noch angebunden.
dass er hier sicher steht. Hier hat er auch sein Heunetz, genauso wie Welli. Und das Einstreu ist natürlich auch drauf. Jetzt ist alles verladen. Und es geht los zum See, zu Katrin und Yves, die es schon kennen, mit ihren Pferden zu schwimmen. Hi, schön euch zu sehen. Na? Schön, hallo. Hi. 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 Schaut so richtig schön aus hier. Ich bin Lia und das ist Lea. Ja. Hi, Yves. Katrin. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch sehr. Hi, und wer bist du? Ich bin Vido. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, einmal habe ich schon mal gemacht. Ja. Ich noch nicht. Also ich war nur an der 19 Mal im Priel, aber es war halt nicht so richtig schwimmen, nur so ein bisschen Bauch. Okay. Erkennt dein Pferd das noch nicht, ne? Ja, noch nicht so ganz. Okay. Ja. Und seid ihr aufgeregt jetzt mal? Ein bisschen schon, ja. Weil ich glaube, das Gefühl beim Schwimmen ist ja ganz anders so dann, wie das sein wird. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, ja. Wenn wir reingehen, schlage ich vor, wir gehen mit Vino vor. Der ist nämlich unser Schwimmspezialist, Welle, oder? Ja, der kann es auf jeden Fall. Der guckt auch schon so, als ob er da Bock drauf hätte. Der geht vor und dann gehen die anderen normalerweise mit rein. Man kann das nie genau sagen. Pferde sind wie Menschen. Es gibt welche, die gehen gar nicht ins Wasser und es gibt welche, die flippen vollkommen aus. Pferde sind von Natur aus Schwimmer und die können einfach schwimmen. Ja. Normalerweise machen die das auch, aber wenn sie es nicht wollen, muss man sie nicht dazu zwingen. Kann ja sein, dass einer nicht mitkommt. Wenn die schwimmen, nicht auf dem Pferd sitzen bleiben, weil Pferde, die brauchen sehr viel Kraft, um ihren Körper über Wasser zu halten und dann ist nur der Kopf oben und die würde die runterdrücken. Ja. Wenn das Pferd schwimmt und paddelt, geht man neben das Pferd, ich zeige euch das mal, du hängst hier und musst dich hier festhalten, am besten Fall hier und nicht weiter vor, weil die paddeln vorne raus und wenn die euch treffen, das ist echt nicht schön. Also immer schön hier bleiben und die Zügel müssen ganz wichtig immer hier bleiben, weil wenn die auf der anderen Seite sind und das Pferd verheddert sich im Zügel, dann können die ertrinken. Die ertrinken dann ganz schnell. Ich schlage vor, erstmal, habt ihr noch eine Frage? Nee, erstmal so nicht. Das ist sehr gut, wir verstehen uns. Dann würde ich sagen, ihr düst los, schnappt euch die Schwimmsachen und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Eigentlich freue ich mich wirklich jetzt gerade sehr, sehr dolle, jetzt durch den See sehe. Aber als sie das erzählt hat, dass die Pferde halt so mit den Beinen stampeln, da hat sie natürlich recht, das ist wirklich sehr gefährlich. Ja, und es ist schon ein bisschen Risiko dabei, aber es macht auch echt Spaß dann. Ja, ich bin gespannt, wie es sein wird. Wir passen auf jeden Fall ganz doll auf und dann wird das schon. Ja. Besonders wichtig, bevor wir mit unseren Ponys ins Wasser gehen, müssen wir noch den Boden nach Scherben oder Löchern absuchen. Genau, guck doch noch mal nach da, ob da irgendwas ist. Man weiß ja nie, wer da irgendwie nachts was reingeschmissen hat. Sieht richtig gut aus, also das ist richtig fest, das merkt man unter den Füßen beim Laufen. Also ich fühle mich schon sicherer jetzt, wo ihr das alles abgecheckt habt. Sehr gut. Guck doch noch einmal da vorne so eine kleine Runde, weil da müssen wir gleich hin. Wollen wir mal die Ponys holen? Ja, dann holt mal die Ponys. Da bin ich auch mal gespannt auf die zwei. Also, ich glaube, Alfie ist ein bisschen aufgeregt, wenn er das Ganze jetzt hier sieht. Ich glaube, Belly noch ein bisschen mehr, Belly, ehrlich gesagt. Minimal. Minimal aufgeregt. Den kann man eigentlich immer gut machen. Ich denke, das wird gleich noch. Kompletter Stier, ey. Oh, Maus. Bevor wir ins Wasser gehen, laufen wir erst einmal so eine Runde mit den Ponys, damit sie sich an die Umgebung gewöhnen. Den ersten Schrecken haben wir schon mal überwunden. Ich bin ein bisschen erleichtert. Wie geht's euch? Lia, wie geht's dir? Ja, ich glaube, alles gut. Ich glaube, es war so der erste Moment, aber jetzt ist schon viel besser. Okay, dann bin ich erleichtert. Lea, was sagst du? Was sagt dein Pferd? Ja, auch alles gut. Jetzt hat er das Futter entdeckt, dann geht's ihm gut. 1, 2, 3. So, Mädels, ab geht's ins nasse, kühle Wasser. Das hat ja super schnell geklappt. Alfie macht das wirklich klasse. Hing ein bisschen weit hinten, ne?
Ja, du warst auf seinem Pferd rücken, aber du hast trotzdem entlastet. Und das war in Ordnung. Es ging ja darum, dass du nicht noch das Gewicht on top auf deinem Rücken hast. Und das war alles gut. Ja, okay. Sehr gut. Wir Die Ponys scheinen Spaß zu haben. Auch bei der zweiten Runde machen sie alles super. Ich glaube, Alfie muss sich erst ein bisschen dran gewöhnen, weil den ersten Malen war noch ein bisschen hektisch. Aber jetzt gerade war er schon viel ruhiger, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und er hat auch Spaß. Ja. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie unangenehm ist. Er hat richtig Spaß dabei. Ich hätte gedacht, dass er mehr Angst hat. Also, dass er das nicht so einfach macht. Aber, also klar, er war skeptisch bei den ersten Malen, dass er umrennen wollte, aber es war vollkommen in Ordnung. Ja, er ist nicht zögerlich ins Wasser gegangen, überhaupt nicht. Er ist direkt hinterher. Das ist schon für ein Pferd, was das nicht kennt, sehr ungewöhnlich. Also, jetzt hast du wohl eine Wasserratte. Nein. Das Schwimmen ist für unsere Ponys ja noch etwas Neues und darum sehr anstrengend. Nach ein paar Runden hören wir nun auf. Ja, also sobald ich halt losgelassen habe und mich halt so an ihn gehangen habe, ist er immer zurückgelaufen zum Ufer. Aber er ist ja auch toll geschwommen und hat das richtig gut gemacht. Also ich bin sehr zufrieden, er hat es richtig toll gemacht. Das erste Mal fand ich es mega. Es war irgendwie total schwer, Alfie nicht am Zügel zu halten, weil man muss ja gleichzeitig lenken. Es tat mir auch total leid, dass ich ihn immer so festgehalten habe. Aber ich glaube, es hat sonst richtig gut funktioniert. Ja, aber du hast gesehen, man muss sich auf echt viel konzentrieren. Du hast das Wasser, das Pferd will irgendwo hin. Ja. Du hast nicht mehr so eine gute Kontrolle dann, ne? Ja. Wenn du dann unten bist. Und klar, das kommt dann auch mit der Zeit. Aber ganz ehrlich, dafür, dass das erste Mal war, habt ihr das super gemacht. Ja, ich finde es auch mega, dass er sich überhaupt getraut hat, das zu machen. Ja. Ja, das war wirklich richtig gut. Ja. Also Hut ab, Mädels. High five, würde ich sagen, oder? Sehr gut. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ohne dich geht gar nicht. Wenn man so nass ist oder sich gewälzt hat, dann ist es anscheinend einfach angenehm. Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so wie wir heute mit einem Pferd geschwommen seid oder ob es vielleicht noch euer Traum ist. Wir hatten auf jeden Fall mega, mega viel Spaß und wir wünschen euch auch ganz viel Spaß bei weiteren Videos. Abonniert dafür den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!